Was mache ich heute? Was mache ich heute? Was könnte ich heute machen? Wetter ist gut. 31. März. Ich. Kartoffeln, Mann. Ich habe doch noch Kartoffeln. Ach, da mal was vorbereitet. Eine Kartoffel. Und zwar will ich die heute pflanzen. Ich habe keine Pflanzkartoffeln gekauft, wie manche das machen und drauf schwören. Ich habe ganz normale Kartoffeln gekauft vom Wochenmarkt und habe die einfach vergessen und dann sind sie gekeimt. Habe leider nicht ganz so viele Kartoffeln, deswegen werde ich eine Reihe Kartoffeln pflanzen, die ich komplett einbuddel, und eine Reihe werde ich äugeln und die dann so einpflanzen und mal gucken, wie der Ertrag ist. Ich habe dazu zwei verschiedene Sorten. Ich habe jetzt nur die Belana und die Linda. Belana, Linda. Hallo, hallo. Hallo, ja, ja. Oh Gott. Ja, und dann testen wir das mal. Und wie äugelt man die? Indem man praktisch diese Pflanzkeime trichterförmig einschneidet. Und man erhält natürlich dann wesentlich mehr Kartoffeln bzw. Pflanzen oder Samen zum Einpflanzen. Und die steckt man dann einfach in den Boden. Und nicht die ganze. Hier ist noch die, ich glaube, es ist völlig egal. Man kann nur ganz, ganz kleine nehmen. Und den Rest, der denn übrig ist, zum Beispiel, können wir für eine Kartoffelkanone verwenden. Kartoffelkanone. Wie baue ich eine Kartoffelkanone? Muss man mal googeln. Das werde ich nochmal checken irgendwann. Jo, ran ans Feld. Hier kommen jetzt die Kartoffeln hin. Gegen meine Natur werde ich diesmal sogar eine Schnur spannen, um gerade reinzubekommen. Nichts mehr hier mit landwirtschaftlicher Freiheit. Deutsch gerade, zack, zack. In die erste Reihe, diese, kommen die geäugelten Belana, hier in die mittlere, die ganzen Kartoffeln und außen, da, kommen die Linda hin. An der Rasenseite die geäugelten Belana. Mitte die Knollen, Belana, rechts Linda Knolle. Die geäugelten werde ich nur leicht mit Erde bedecken und die anderen ganzen Kartoffeln buddel ich richtig zu. Einige Wochen sind nun rum und man kann doch einen schon sehr merklichen Unterschied erkennen zwischen der Reihe mit den geäugelten Kartoffeln und den anderen. Extrem. Also man guckt sich das mal alleine nur hier vorne. Geäugelt. Knolle.
Hammer. Na, da bin ich ja mal gespannt. Die hängen ja richtig hinten dran. Gucken, ob das wird. Wir haben den 8. Juni. Ich habe die Kartoffeln heute angehäufelt und nochmal mit Urgesteinsmehl ein bisschen gedüngt, Unkraut gezupft. Und so schaut es jetzt aus. Und auch hier sieht man wieder mal ganz deutlich, die geäugelte Variante lässt bei mir total zu wünschen übrig. Das wird nichts. Einige sind gar nicht gekommen. Einige hängen total hinten dran. Ja, so ist das eben mit den Frühchen. Ne? So, es ist soweit. Als erstes werde ich diese Reihe rausholen. Das waren ja die Kartoffelreihe, wo nur die geäugelten Stücke drin waren. Praktisch. Damit das nicht so langweilig wird, mache ich das jetzt mal fertig und ich zeige euch dann das Ergebnis. Also wie auch im letzten Jahr, das war ja mal wieder ein absoluter Flop. Das ist dabei rumgekommen. Hier haben wir nochmal zwei schöne Kartoffeln. Ansonsten nur Kleinkram. Also das ist nicht so doll. Jetzt werde ich natürlich noch die zweite Reihe rausholen. Das war die, wo ich dann praktisch die ganzen Kartoffelknollen eingepflanzt habe, in der zweiten Reihe hier. Mal gucken, ob das Mehl gebracht hat, weil das Kraut ist eindeutig vertrocknet. Da kann nichts mehr wachsen. Ja, mal gucken. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen mitlaufen, damit ihr mal sehen, wie ich hier eigentlich wegagger hier. Schon ein paar mehr hier. Aber so doll ist das auch nicht. Fängt das auch an zu regnen. So. So, der Regen geht wieder los. Also ich denke, das war für mich das letzte Mal hier in Sachen Kartoffeln. Der ganze Aufwand lohnt sich doch nicht. Weil man sieht natürlich schon den Unterschied zwischen der Reihe, wo nur die geäugelten waren, zu dem, wo ganze Knollen eingepflanzt worden sind. Also das ist schon ziemlich eindeutig bei mir. Gott, bin ich fertig. Jo, aber ansonsten, ich meine, das ist doch... Ey, das waren, weiß ich nicht, locker 10 Pflanzen und das ist dabei rausgekommen. Und das kleine bisschen, ich meine, so eine Lütten Dinger hier, so für einen hohen Zahn. Ich meine, eine Reihe von etwas späteren habe ich noch. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt, ne? So, es ist soweit. Super Wetter heute, die letzten Kartoffeln, die Linderkartoffel wird jetzt rausgeholt.
Und wehe, das bringt wieder nichts. So, das Ergebnis zeige ich euch gleich. Ich ziehe mal kurz durch und dann bis gleich. So, Arbeit ist getan. Kartoffeln sind raus. Und wer kennt ihn nicht, den Spruch? Die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln. Was sind das für dicke Kartoffeln, wa? Meine Herren, ich glaube, ich brauche mal wieder einen Doktortitel. Nee, mal ganz im Ernst hier. Das ist aber rausgekommen. Also, für mich war es das. Kartoffelthema ist für mich abgehakt. Geh lieber zum Wochenmarkt, kauf mir die da. Der Aufwand lohnt sich hier überhaupt nicht. Da habe ich keine Lust mehr zu. Aber egal, auf die Art und Weise wurde hier das alles mal wieder umgegraben. Jetzt haue ich da wieder Rasensaat drauf und fertig. In diesem Sinne, schönes Wochenende oder schönen Tag. Tschüss.